Ja, guten Morgen, herzlich willkommen, hallo zum vierten DFB-OHWR. Heute mit einem besonderen Gast, Harry Jokstedt. Guten Morgen. Moin! Ja, Harry, wir blicken zurück. Das war eine zähe Woche, kaum was los. Ja. Nur drei Trainerentlassungen. Ja, wir sind stinkesauer. Selten hatten wir so wenig zu tun wie diese Woche. Ja. Nein, spektakulär, was da los war in Hamburg. Ja, Montag. Fliegt Daniel Sager. Also Ja. ich meine, es war lange ein großer Wunsch von dir. Ja, und Montag war dann irgendwie Übergabe. Ja, Ja. oft gefordert, nein. Ja. Ja, also ich glaube einfach, dass es dem Verein besser tut, neue Wege zu gehen. Ja. Ne? Ich kenne Daniel ja auch länger jetzt schon Ja. und man muss sagen, er ist unwahrscheinlich konstant gewesen, denn in 3 von 4 Jahren ist er abgestiegen. Das schafft auch nicht jeder. Cordi VfL 93 und eigentlich quasi jetzt auch Paloma. Ich Genau. muss aber mal sagen, ich habe mich einmal lange mit Daniel über Fußball unterhalten und fand das ganz, ganz, ganz interessant. Also hat ein, also hat doch Know-how, doch wirklich hat er. Der hat auch Ahnung, aber Ja. irgendwie kriegt es nicht an Mann. Ja. Naja. Der Neue heißt Marco Krausch. Krausch, ja. Ich frage mich mal, Krautz, Kraul, Kraul, Kraul. Krake Krausch. Krake Krausch, okay. Jawohl. Du sagst, das ist die perfekte Lösung. Ja. Warum? Weil mir das andere gesagt haben. Aha, okay. Ja. Ich finde das ein bisschen, ich finde, das ist ein bisschen eine Hüllmann-Kopie, oder? Ein Stück weit, ja. Also ich kann jetzt die Arbeit nicht einschätzen, aber alle, die ihn bisher hatten, schwärmen von diesem Mann. Ja. Dienstag, Jan Schönteil fliegt, aber. Hoher Bogen. Ja, aber raus Richtung Dassendorf. Richtung Dassendorf, ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, Jan war super, super glücklich. Ist das so? Ja, irgendwie hatte ich das, also, ja. Ich habe Ja. zwar jetzt persönlich nicht mit ihm gesprochen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er wäre total froh Die gewesen. Aura ist bis ins Büro gekommen, Ja, dass er sich ja. wohl fühlte. Ja. Aber ich glaube, Jan wird jetzt Vollgas geben in Dassendorf und Meinst du, der kommt jetzt schon? ich meine, der verpflichtet heute noch zwei Spieler. Oh, ja. Sind wir dran? Mehr dazu am Aber Wochenende. haben wir jetzt nicht. Nee. Denn der geht woanders hin. Aber das kommt am Das Freitag. kommt am Freitag. Mittwoch. Ja, was hatten wir denn da? Sedat Özdemir fliegt der Skibbe Hamburgs. Der ist gegangen. Hat's, glaube ich, gute 70 Tage bei Billstedt ausgehalten und dann Abfahrt. Ja, Ja. wie es dann jetzt wirklich war, ist uns eigentlich total egal, weil wir den Ja. Herrn nicht kennen. Nee. Aber er muss da. Haben wir keine emotionale Bindung, ne? Er hat da, glaube ich, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nee, also für alle eine Win-Win-Situation. Also. Ja, absolut. Da sind alle froh, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Ein Insider habe ich noch, wurde noch nicht geschrieben. Achtung. Karolle Krause hat ja am Telefon gesagt, er will bis Ende der Saison bleiben. Stimmt nicht. Ich habe gehört, die telefonieren durchaus quer durch Hamburg, um jemanden zu finden, der eventuell doch noch übernehmen sollte. Daniel Sage Oh. ist eine Ja. Idee. So, Donnerstag. Gut. Ja, Olaf. Porsche, Mann, wie du ihn ja bezeichnet hast, Der Porsche-Mann der aus Spergerau. Spitzenreiter der Oberliga Ja. bei BTB war zum ersten Mal so richtig mit uns in Kontakt. Wir haben ihn jetzt auch mal kennengelernt. Ja, toller Typ, Ja, sympathisch. du hast geschwärmt. Ich habe geschwärmt, ja, toller Typ, sympathisch. Ich habe geschwärmt. Toller Typ. Toller Typ. Ja. Er sagt, es macht im Moment einfach Spaß. Ich brauche gar nicht viel sagen. Die Jungs haben Lust darauf, auch weiterhin Erster zu sein. Und ja, Bergedorf. Rockt gerade die Liga, Ja, ja. und hat so einen sympathischen Trainer dazu, das ist auch toll. Ja, Ne? doch. Also man hat auch ein bisschen das Gefühl, er betreibt gerade so ein bisschen Imagearbeit, weil Bergedorf steht ja meistens im Zusammenhang mit Spielerpässen. Skandale und Spielerpässe und grüner Tisch und Hammer und Nagel Und und Eis ist alle in der Langnese Arena. genau. Ja. Ja. Doch, war schön. Der Porsche-Mann. Freitag. Ja, heute. Heute. Jetzt. Jetzt. Im Hier und Jetzt. Jetzt, genau, Freitag. Olaf Porschemann hat nämlich auch gesagt, Christopher Hammel ist ein Thema. Oh, Ja. nicht, dass das jetzt wieder weitreichende Auswirkungen hat, ne? Zu 97,59%. Das Ding ist fix. Der kommt. Genau, Der ja. kommt. Ja, heute haben wir noch nicht so richtig was auf dem Tisch, oder? Nö, haben aber auch voller Vorfreude, dass der gesamte Spieltag mal wieder stattfindet. Ich glaube, Hallenspiele fallen dieses Wochenende Ja, aus. aus. Halle fällt aus, ja. Ganz wichtig, ja. Aber rauf auf den Rasen geht's heute Abend. Zwei Ja. Spiele haben wir heute, morgen geht's mit 2 Spielen weiter und dann Ja. ein sattes Sonntagsprogramm. Apropos satt war dein Comeback. Da haben einige Leute noch irgendwie gehofft. Du sagst noch mal was dazu. Ja, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Nein. Ja. Nochmal, was war das für ein Gefühl, 77. Minute einzunetzen? Ich denke, es haben alle gelesen, was da los war.
Das kaufe ich dir nicht ab. Nee? Nee. Soll ich jetzt euphorisch nochmal? Naja, los, komm. Ja, geil war's. Ja. Ich habe mich tierisch gefreut. Ja. Und die 120 Anwesenden, glaube ich, auch so ein bisschen mit mir. Selbst Lutz Göttling hat, glaube ich, bei meinem Tor so eine kleine Faust gemacht, weil er es mir gegönnt hat. Ja. Habe ich gesehen. Ja, nee, Lutz ist Ich glaube, der war auch mit im Jubelkreis. Lutz ist ein netter Typ, dem traue ich das zu. Okay, ansonsten, die T-Shirts sind verschickt, die wir unter der Woche... Herr Wulfram, Herr Horst. Und ich glaube, Herr Skalny kriegt auch noch eins, aber da war ich mir nicht sicher. Aber der kann sich mal melden. Ja, der kann auch herkommen. Und ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, Harry, du hast ein Moderationsangebot von Sport1 abgelehnt. Das finde ich natürlich klasse. Ja. Ja. Mhm. Deswegen, er bleibt weiterhin BTB erhalten und wechselt nicht ins große Fernsehen. Das finden wir natürlich dufte und verabschieden uns damit ins Wochenende. Nicht vergessen, morgen Bonzen gegen Billigstedt. Billigstedt. Das wird super. Reinhauen, ciao. Tschüss.